Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter, aka Uli. Und ja, weiter geht es endlich. Im Grunde genommen hatte ich es ja letztes Mal angekündigt. Auf der rechten Seite soll es jetzt beginnen. Das ist ja der Teil, der einen weiteren guten Meter oder über einen Meter ausmacht. Genau genommen 1,20 m oder 1,30 m jetzt insgesamt, nämlich durch die Sache, die ich jetzt hier hinten beginnen werde. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, den rechten Schrankteil dazu genommen. Hier sehen wir übrigens schon mal den Radius R1, mit dem ich, naja, ich sag mal, leider auf meiner Modellbahnanlage arbeiten muss. Was heißt müssen, tut gar nichts. Aber hier hinten auf der rechten Seite ist die Schranktiefe 42 cm. Und das ist etwas mehr als der R1-Radius mir zur Verfügung stellt. Man sieht es jetzt hier gleich. Ich kann hier auf der linken Seite hinten noch ein Gleis anbringen. Und davor kann ich jetzt den R1-Radius zu dem Loch, was da rechts reingearbeitet worden ist, mit. Ich habe wieder mal übrigens sehr, sehr viel herausgeschnitten. Ich wollte das nicht drin lassen, wenn ich hier da Sägearbeiten am Schrank und wie auch immer. Das habe ich ein bisschen weggelassen. Und ihr habt ja gerade gesehen, dass auf der rechten, nee, auf der linken Seite von hier, wo ich gerade stehe, ausgesehen, also an der äußeren Anlagenwandkante Dingens da hinten, also links außen, da geht ja ein Gleis durch und rechts der R1, von dem ich gerade gesprochen habe. Wisst ihr was? Da komme ich nachher nochmal zu, wenn wir das besser sehen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, um alles zu erklären. Hier muss man kurz ein paar Eindrücke, wie das Ganze aussieht. Ich muss nämlich ein bisschen jetzt hier umdenken, bin ich ganz ehrlich, weil zum Aufnahmezeitpunkt, wo ich jetzt hier das Video nachspreche oder einkommentiere, bin ich schon viel weiter mit der Modellanlage. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen, dass ich nicht zu viel vorgreife, im Grunde genommen schon. Das bringt es ja dann auch nicht. Und das heißt, die nächsten Videos werden jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen zackiger kommen. Obwohl ich da jetzt so viel Aufnahmen gar nicht mehr gemacht habe. Das ist ein bisschen Absicht, weil ich bin mal ganz ehrlich, ich kann nicht immer die gleichen Dinge nur zeigen. Klar, ich bin in der Phase jetzt, wo die Gleise verlegt werden, aber ich kann doch nicht zum 100. Mal zeigen, wie ich eine Weiche verlöte oder wie ich Gleise anlöte oder wie ich die Gleise verlege oder wie ich Holzleisten verlege und so weiter. Und deswegen habe ich da jetzt ein bisschen mal Obacht gegeben, dass das eben nicht so ist. Und ja, der Nachteil davon ist, es kommen etwas weniger Videos. Ich weiß, ich wurde auch mal geschrieben, war es ein Kommentar, war es eine E-Mail, fragt mich einer jetzt, dass ihn das interessiert, was ich da so immer in chronologischer Abfolge hier bringe, weil eben die Steampunk-Anlage, die genauso ja so entsteht, die wird ja ziemlich verzwickt werden von der Gleisführung her. Das werden wir noch sehen, wenn ich dann das nächste oder übernächste Video bringen werde. Da ist ja doch einiges. Hier sieht man übrigens ganz gut, dass meine Gleise im Grunde genommen nie dreckig werden. Ich habe hier einen Gehilfen eingestellt, der mir die Gleise sauber hält. Also ich werde die Probleme nicht haben, die viele haben. Ihr müsst einfach bloß mal einen richtigen Gehilfen einstellen. Ja, jetzt mal ganz kurz Quatsch hier, was ich erzählt habe. Jetzt gehen wir mal drauf, was hier oben passiert. Hier wird der Bahnhof, der obere Bahnhof hinkommen. Das wird bloß ein zweigleisiger werden. Früher, wer es sich erinnern mag, bei der Spur Z war das eingleisig da oben. Und da habe ich mir jetzt überlegt, nein, ich mache es jetzt zweigleisig. Deswegen musste hier vorne noch jetzt die Schräge ran, wo die Gleise dann etwas weiter zusammengeführt werden. Wir haben auch später alles noch wesentlich besser sehen, wenn das Ganze soweit ist. Ich habe jetzt auch in der Seite hier hinten bin ich schon wesentlich weiter mittlerweile, aber das, ja, da kommen wir noch zu. Und hier sehen wir uns die Vorbereitung nur. Auch da werde ich in Zukunft weniger machen, weil im Grunde genommen, ja, Kork, Kleber auftragenden Typen, den muss man sich ja auch nicht antun. Aber egal, ich habe es jetzt hier nochmal mit drinnen stark beschnitten auch und auch stark beschleunigt. Aber gut, das muss auch mal sein. Das gehört auch mit dazu, ne? Ich stehe nach wie vor auf Kork. Auf den Teilen, die ich mit anfrickle irgendwo, da nehme ich Styrodur drunter. Habe ich übrigens nette Erfahrungen gemacht in den Tunnelbereichen. Wenn man da mit Styrodur arbeitet, so wie ich das gemacht habe. Vielleicht komme ich mal später in einem anderen Video drauf. Man sieht es ja jetzt leider nicht mehr. Dann ist das Fahrgeräusch von dem Zug, das hat so einen leichten Hall. Vielleicht kann das irgendeiner gebrauchen irgendwie, nur sowas. Das klingt tatsächlich für mich, als wenn ein Zug durch den Tunnel fährt.
nicht geräuschlos und so weiter, sondern durch diesen Styrodur hat das so einen leichten Halt drin. Ganz super. Habe ich hier auf der linken Seite auf der Anlage oben, was wir ja schon mal gemacht hatten. Hier kommt jetzt die Abgrenzung rein, dass mir eventuell verunfallende Züge nicht da irgendwo unter die Strecken rauschen können, sondern dass die da also hängen bleiben. Deswegen die Blende hinten ran, beziehungsweise in dem oberen Teil, da wo gerade die Pinnnadeln dran waren, da habe ich ja dann sowieso Mauerwerk oder irgendwelche Übergänge wären das da, weil da ja die Strecke von unten nach oben wieder hochführt. Und da kommt ja die Lok oder der Zug dann sozusagen von unten raus. Jetzt male ich das Ganze hier noch schwarz an. Das habe ich ja im Grunde genommen überall so gemacht oder werde ich überall auch so machen, dass die Grundierung drauf kommt. Das ist einfach nur, erstens mal weiß ich, da bin ich soweit durch. Und zum zweiten Mal ist das natürlich auch ansehnlicher oder beziehungsweise wenn ich es nachher dann weiter verarbeite, weiter bearbeite, dann ist das alles, da blitzt nichts Helles durch, aber das brauche ich wahrscheinlich auch niemandem erklären. Jo, machen wir so ein Doppelweichengebilde, das heißt, hier kann ich von der äußeren auf die innere Strecke rüber switchen. Das ist jetzt, wie gesagt, bei mir alles schon fertig jetzt hier mittlerweile. Das ist auch alles schon in Betrieb. Hier liegt ja alles noch in loser Reihenfolge. Hier sehen wir es übrigens oben links wieder. Das äußere Gleis. Hier mache ich jetzt nochmal so einen kleinen Überblick über den Bahnhofsbereich, der oben hinkommt. Da wird die vordere Strecke alles noch verkleidet und umgearbeitet und so weiter und so fort. Das wird der R1. Ich klinge von der Stimme ein bisschen blöd, aber ist egal. Der R1 Wendekreis, den ich da hinten mit den Löchern vorhin gezeigt habe. Und dieser R1 Wendekreis, der ist im Grunde genommen außerhalb meiner derzeitigen, ich muss es mich mal so ausdrücken, meiner derzeitigen Platte. Oder Platte kann man ja nicht sagen, ist ja im Schrank eingebaut, also meiner derzeitigen Anlage Dingens halt, ne? Weil das wird ja später, wenn dieser Teil der Anlage soweit steht, geht das ja dann auf dem anderen Zimmerseite im Grunde genommen weiter. Da wird dann die Modellanlage dann über meinem Schreibtisch rübergehen. Aber da kommen wir später nochmal zu. Das muss ich aber jetzt vorbereiten, weil ich muss ja sehen, dass die Gleise im Grunde genommen, wie soll ich jetzt mal sagen, das erzähle ich später. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Quatsch, was ich jetzt hier rüberbringe. Hier sehen wir noch mal ganz kurz, das war, glaube ich, im letzten Video mal in ähnlicher Form mit drin. Deswegen habe ich es hier ganz schnell nur angerissen, wie ich diese Mikrolitzen unter meinen Weichen immer einbringe. Das heißt, ich gehe bei den Rokokleisen immer in diese kleinen Fähnchen da vorne rein. Da kommt die Mikrolitze dran und wird damit entsprechend plus und minus direkt verbunden, sodass ich eine direkte Stromeinspeisung auf dieses Herzstück habe. Da ist ja bei den Rokokleisen, die haben ja unten, sind ja so die kleine Metallfähnchen, wo der Strom drüber läuft. Und um die eventuell, weil da ist wirklich bloß ein kleines bisschen vom Rad, was da aufstehen kann. Das heißt, diese größere Ring am Rad unten, ich weiß gar nicht, wie das heißt gerade, vielleicht weiß es irgendeiner von euch. Da rollt der Zug, die Lok ja über die Weiche im Grunde genommen drüber. Und um da so viel wie möglich Strom hinzubringen oder beziehungsweise so wenig wie möglich Verluste zu haben aufgrund von Alterungen, wenn die Anlage dann irgendwann mal in Betrieb ist, bringe ich da direkt nochmal Strom drauf. Und da reichen, wie gesagt, diese kleinen Mikrolitzen. Das habe ich auch im letzten Video schon erzählt, wo es um das Weichensystem ging, was wir da oben schon gesehen haben. Und ja, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Hier nochmal ganz kurz der Test, ob nach dem Kleber aufbringen, weil ich habe ja wieder diesen Pappstreifen untergeklebt hier, dass die Verbindung schön steif werden. Hier sehen wir jetzt den Schrank, na endlich, den Schrank von der rechten Seite und den Wendekreis, den wir jetzt hier haben. Da ist ja auch die Weiche schon hinten angelötet, die ich da durchschiebe. Hier sehen wir das oben ein bisschen, wie das dann nachher später aussieht. Außerhalb von meinem Schrank bringe. Das hat jetzt den Vorteil, ich spare mir innerhalb vom Schrank den Bogen, weil ich bin ehrlich, wenn ein Tunnelportal hinkommt, ich mag das nicht wirklich, wenn ein Tunnelportal über einer Kurve sitzt und die Wagen dann immer im Kreis so verschwinden. Ja, es ist eine Modellanlage, aber ich mag es halt nicht. Also ich möchte, dass das so gerade wie möglich in den Tunnel reinfährt, wie man das vielleicht in echt auch hätte. Das heißt, hier sehen wir jetzt die Platte. Und da im Außenbereich, ja, jetzt hier links, wo die Klammern drauf sitzen, das geht auch nach außen und das führt nochmal dahinter lang. Und da wird später der Anschluss, hier ist es rechts zu sehen, da kommt später der Anschluss dran, wo die Anlage, die Modellanlage erweitert werden soll. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Test, das heißt, ich habe das alles schon da oben
verlötet und verlegt und verklebt. Das erspare ich euch auch, weil das habe ich schon 100 Mal gebracht. Und ich will ja, wie gesagt, nicht immer nur rumlangweilen mit immer den gleichen Sachen, wie ich ja Gleise verlege oder sowas. Das habt ihr alle selber gemacht oder macht's alle selber. Und jetzt fahren wir hinten über die Weiche. Wir sind also auf der inneren Strecke, also in dem Wendekreis drin. Der äußere bringt ja noch nicht allzu viel, weil der endet ja blind. Oder auch weiterhin, bis ich dann hinten mal den Anschluss bringe. Da kommt dann übers Fenster, ist da hinten in der Ecke, hier sehen wir's. Über dem Fenster geht das dann weiter, kommt eine große Brücke hin und. Das kommt aber alles später. Wir müssen erstmal den einen Teil fertig machen. Weil ich bin auch ehrlich, auch hier mag ich es nicht so wirklich. Hier sehen wir jetzt, wie es von außen wieder rauskommt. Das passt also wunderbar dadurch. Sieht man, ne? Ist Platz genug. Ich glaube, ich habe es noch ein bisschen größer gemacht. Und wenn man immer nur Bilder von Anlagen sieht, die noch wie hier im Rohbau sind, noch keine Ausgestaltung haben und die werden immer größer und größer und du guckst und guckst und nach Jahren sieht die Anlage immer noch so aus, weil immer noch am Gleise verlegen ist und wie gesagt, das will ich nicht. Also hier soll erst grob zumindest die Seite der Anlage stehen und das ist eben bei mir jetzt sowieso erstmal der hintere Teil, den wir ja immer sehen und oben links, wo die Berge sind und ja, ich sag mal so, macht's erstmal schön gut. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Das ist alles in Arbeit, da gibt's ein bisschen mehr wieder zu sehen. Und dann danke ich dir erstmal fürs Zuschauen. Bist du noch kein Abonnent von mir? Mach's doch sehr, sehr gerne. Ich freue mich, je mehr dabei sind. Und dann sage ich, mach's schön gut erstmal. Bis zur nächsten Woche, dein Aquapainter. Ciao.